Ja, Digga, was, der Federball, Digga. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Wir schauen heute gemeinsam uns Content von anderen Leuten an, weil unser Content selber nicht relevant und interessant genug ist. Kurze Zusammenfassung vom Kanal von Evive. Mit dabei ist heute Evive. Leute, ich weiß nicht genau, warum ich das nicht alleine mache. Normalerweise ist es mit mir alleine unterhaltsamer. Aber Lukas hat sich hier einfach wieder in seinen Teamspeak erdreistet, hier einfach in meinen Aufnahmestände zu kommen. Soll ich mal kurz die Memos im WhatsApp zeigen? Ey, bitte, nein, bitte, lass auf, fangen wir einfach an mit dem... Moment, du hast mich gefragt. Bro, du... Ach, halt deine Fresse. Fangen wir an mit heilige deutschen Memes, meine Freunde. Wir schauen uns wieder deutsche Memes heute an. Falls da irgendwas Copyright-mäßiges drin ist, natürlich schneide ich das raus, weil ich... will auch eine Villa, so wie Bibi. Fangen wir an mit dem ersten Clip. Hoffentlich auch mit Eimer von schenken. Jesus von Nazareth. Moneyboy. Jesus. Wer schreibt hier ja? Bietet nun auch seinen rechten Followern. Könnt ihr nicht einfach Folger sagen? Das geht das nicht nur an dich an. Folger. Das ist ein Wort Follower, wenn Folger kürzer, schöner und deutscher ist. Digga, es heißt okay. Folger. Wir leben in Deutschland und hier reden wir Deutsch. Und nicht mit deinem Anglizismen da immer, Aldo. Oh, oh, aua. Okay, wenn man Hollywood auf mich bestellt. Oh nein. Das ist aber wirklich, also die Frau ist halt wirklich gestorben. Das ja, ist nicht ja, gespielt. Das nee, ist, sieht man ja auch. Bro. RIP Karen. Ja, RIP. Krank. Und dann rufen wir den Notarzt. Komm schnell hoch. Hat er nicht sogar einen Oscar? Ja. Frag ich mich, ob bei mir auch nicht immer alles stimmt. Aber egal, das ist, ich weiß komplett, das Ding war eine Katastrophe und ich mach es trotzdem. Ja. Digga, kennst du in Präsentationsgruppen, wenn du immer derjenige bist, der nichts macht und trotzdem die 5 kassierst, weil alle anderen auch nichts gemacht haben? Ich lieb's, ich war auf einer Sonderschule. Niemand, irgendwelche Typen auf Omegle, sobald eine Frau erscheint. Real Talk! Digga, ich schwör's dir, Alter, ich schwör's dir. Wenn deine Mutter die Arbeit mit mehr 5 Minus findet und man so tut, als würde man nichts wissen. Ich hab's auch gerade gesehen. Unfassbar gute Leute. Ich würde denen auch gerne mal die Hand schütteln. Einfach nur mal, um denen mein Lob auszusprechen, dass man sagen muss, die haben ein Ziel in ihrem Leben, die haben darauf hingearbeitet und die haben es einfach erreicht. Bro, ich schwöre, ich habe jedes Mal meinen damaligen Mathelehrer da reingebettet, dass er erzählt hat, wie er in Afrika mit irgendwelchen Frauen geschlafen hat. Das war wirklich... Ich glaube, also ich bin mir nicht mal sicher, also wenn die Hälfte der Geschichten stimmt... Dann müsste der Mann auf jeden Fall ins Gefängnis. Ja, da kann man gar nichts gegen sagen. Das sind einfach Leute, denen gebührt höchster Respekt für ihre Arbeit. Ja, Mann. Das ja, sind Mann. Leute, die können nach Hause gehen und sich auf die Schulter klopfen und sagen, dass sie was geleistet haben. Ja. Dann ist vorbei, Digga. Relatable. Also ich höre mir gerne zum Einschlafen Ola Belier auf ihr Rap-Version. Verliebt. Niemals im Leben würde ich sowas machen. Sorry, du bist ich zeig euch mal, wie wir das machen. Luisa, nur der Tod kann uns trennen, okay? Ja, perfekt, Bro. Perfekt. Machen wir auch mal, ja? Digga, aus diesem Kassettenrekorder. Now, sum it up. Und du hast nichts verstanden, Digga, weil die Schule wirklich ausgestattet ist mit dem Volksempfänger von 1938, Digga. Da würde ich nicht anhalten, wenn ich du bin. Das ist die Aufgabe nächstes Mal, nicht fahr weiter. Moin. Hab grad gar keinen Bock auf euch. Digga! Und so funktioniert das! Instagram, hättest du mal lieber den gemacht, Bro? Wenn ich jemanden frage, was geht denn er mit alles, was Bein hat, antwortet. Halt dein Maul! Ja, Mann! Mann, das kannst du nicht machen, Bro, im Altenheim! Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ja. Ja. Mit einem Wort? Nimm mit einem Satz. Jungs schauen Mädchen auf den Arsch und denken sich, was ein Arsch. Aber Mädchen machen doch genau das Gleiche. Nur sie schauen den Jungen dabei ins Gesicht. Boah. Boah.
Also, ich sag mal so, unangenehm, ich bin Digga. Immer noch für eine Klarnamenpflicht im Internet, damit sowas einfach direkt zur Anzeige gebracht werden kann, ganz klar. Da haben Sie recht. Jo Leute, mal wieder fett am Cola saufen mit den Boys. Fett am Cola saufen. Nicht viel geschlafen. Yeah. Ja, Mann! Vielen Dank! Digga, immer! Alter Lachkick. Oh, Junge! Das Ding ist, das Jeremy Fragrance lässt sowas einfach in Videos drin und ich feier das, Digga. Okay. Was sind Ihre Talente? Bro. Einer durchliest. Niemand liest AGBs. Oh Junge, dieses Nachladen, Digga. MW2 Beste, Digga. Er ist für mich mit Abstand, mit weitem Abstand, mit ganz weit. Ist es er? Dann kommt lichtjahrelang nix und dann kommt Hitler. Okay, Bro. Okay. Okay, da muss echt eine Menge Sch*t abgegangen sein, so. Ja, Hitler, ja, der Erfinder vom Ku Klux Klan. Ja, einer von den beiden, so kommt dann. Okay, alles klar. Okay. Lukas? Das kann man, glaube ich, nicht reinschneiden, oder? Wir lassen das drin, eiskalt. Leute, machen wir weiter mit der nächsten Nummer. Deutsche Memes mit zu langen Seiten. Trimax als, hier, Thumbnail. Das kann auf jeden Fall nur absolute Scheiße werden. Ich bin gespannt. Let's go, der Hase. Diesmal darf übrigens nicht gelacht werden, Lukas. Das weißt du, ne? Ja. Wie mit ist Max eigentlich, oder? Wer ist Max? B-Mitte ist Max. Wer ist Max? Du! Du bist Max! Oh Leute, Trimax. Die Würde haben ja schon ewig zu. You look wonderful. Ich liebe dich. Ehrenbruder. YouTuber Card. Standards. Steif mit einer Büchse. On the road again. Flexion. Wie schnell schlafen. Und es funktioniert in 100% der Fälle nicht. Okay. Oh, Bro. Entschuldigung. Ich mal sagen wollte. Hau raus. Digga, du bist der größte Bastard, der größte. Hast du ihn gestern noch gesehen? Nein, aber. So ein kleiner Bastard, Digga. So ein Federball, Digga. Alles einen Sinn, denn für mich, mein Leben, also, das ist gerade völlig neu. Stand auf, Mann! Bro, morgens 6:30 Zimmertür hämmert auf. Mama, es ist Samstag. Aber noch aufstehen! Mein Account gehackt. Die haben meinen Instagram-Account gehackt. Ist so. Sag du wieder. Dieser stinkende Gestank. Der stinkt. Das stimmt auch. Adios. Mag Patrick mehr als SpongeBob. Und Patrick ist ein dreckiger Wiesentrick. Du bist so geil einfach. Okay. Ah, du Matt Eimer, alles fruchtig. Oh. Ey, hör auf mit deiner Ova. Ich hab schon so einen Kloß in den Hals. Ihr wart schon wieder am Randolieren. Mir sind in die Nacht Ova und so eine Scheiße. Und wie siehst du eigentlich aus? Noch kein Friseur gefunden oder was? Kennst du den? Nein. Nein! Kann man den nicht kennen? Kein iPhone tun! Holt euch Samsungs! Die sind viel besser! Viel leistungsstärker! Kein iPhones! Holt euch Samsung-Handys! Alles klar. Psychose, it in. Er würde eher einen eigenen Hund haben. So. Hallo, mein Baby. Zum Glück gehört der Hund Sabine. Er würde eher alle seine YouTube-Videos löschen, weil er damit unzufrieden ist. Anton.
Also, ich will niemanden Haar abschneiden. Simon Unge in letzter Zeit einfach komplett wahnsinnig geworden, Digga. Simon hat gesagt, er findet ASMR geil, wo Seife geschnitzt wird und wo eine Frau gewürgt wird. Ich weiß auch nicht, was er... Also. Wer würde eher eine Geschlechtsumwandlung machen? Ja, Schlimmeres kann eigentlich nicht passieren. Ich verlose meine Brüste. Steffi. Die Windows-Lake gerade zeigen, Digga. Alter. Alter. So ehrenlos. So sieht's übrigens aus, wenn ich mich prügel. Steffi, hör auf hier auf meinen Schoß. So. Wir gucken uns mal, was Wix.com von uns will. Du brauchst eine Website, die dich umhaut. Ja. Ich habe sie mit Wix erstellt. Oh mein Gott, so einfach ist das? Einfach Wixen? Ich zeig dir mal, wie das geht. Geh. Nee, das wird mir jetzt zu viel. Ich hab noch nie doppelt genießt. Das ist ja absolut Scheiße. Der heult einfach, weil er doppelt genießt. Digga. Junge, das ist manchmal so cringe, ne? Das hatte ich noch nie. Ja, ja. Anderer als er mehr. Ja, gut. Lukas, ich... Ach, halt deine Fresse.